Hallo Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum zweiten Vlog meiner Köln-Reise von der Eurobasket. Heute ist unser Off-Day, also heute sind keine Spiele, die wir besuchen. Heißt, ausschlafen, Stadt angucken, heute Abend geht es schön essen, mal gucken, was der Tag so bringt. Und morgen geht es dann zum zweiten Spieltag und dann geht es wieder zurück. Viel Spaß bei diesem Vlog. Wir sind jetzt hier auf eine Aussichtsplattform gegangen, wo man den besten Blick hat auf Köln. Wir haben erst überlegt, ob wir den Dom hochgehen sollen, aber das ist wieder dieses Empire State Building Ding. Wenn du halt das Ding hochgehst, kannst du es halt nicht sehen, wenn du dir die Skyline angucken möchtest. Von daher sind wir jetzt hier hoch auf Empfehlung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Lesen die sofort, die haben ein gutes Spacing und sind beide, JT natürlich nicht als Passer auf den Nürnberg von Hofmann, aber er findet die Spacing. Auch zwei? Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Jungs, sind dabei? Super, danke schön. Danke. Ich habe einfach einen Winner. Er gibt mich auf. Soll es okay? Super, danke. Ja, ja, danke schon. Ah.
mal von Lüchner wollte oder so. Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Was für ein cooler Tag. Es hätte nicht besser laufen können vom Spieltag her. Zuerst gewinnen die Deutschen zum Auftakt nach einer schwachen ersten Hälfte. Dann drehen sie richtig auf in der Hälfte 2. Dann zweites Spiel, die litauischen Fans. Also wenn das, was vor 2 Tagen sie abgerissen haben, crazy war, dann weiß ich nicht, was das war. Das hat nochmal alle Rahmen gesprengt. Unfassbar. Also morgen Deutschland gegen Litauen wird ein Auswärtsspiel für Deutschland. Und dann Nummer 3, Luka Doncic. Das Spiel war nicht spannend, aber es lag halt zum Teil auch an Luka oder zu einem großen Teil an Luka, dass der einfach eine wahnsinnige Show abgezogen hat. Der Dude, bester offensiver Spieler der Welt mit 22. Wir haben noch Pizza bestellt, saßen noch in der Lobby eine ganze Weile, haben noch ein paar Leute getroffen, die man kennt. Und ja, jetzt geht's schlafen. Morgen dann Abreise. Ich bin zum Mittag mit Dre verabredet zum Mittagessen und dann geht's für mich zurück. Und jetzt noch ein paar Impressionen dann von morgen. Danke fürs Anschauen. Hoffe, hat Spaß gemacht, die beiden Vlogs zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi. An der Stelle auch nochmal ein großes Dank an alle, die mich in den letzten beiden Tagen angesprochen haben, mit denen ich Fotos gemacht habe, mit denen ich ein bisschen über Basketball gequatscht habe, die Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Hat mich wirklich gefreut, so viele von euch zu treffen. Und wenn ihr mich in Zukunft seht bei irgendwelchen Events irgendwo in der Stadt, immer gerne ansprechen. Wir können gerne ein Foto machen. Wir können gerne ein bisschen über Basketball quatschen, über alles Mögliche. Mache ich sehr, sehr gerne und das wollte ich noch mal sagen.